Eigentlich wollte ich meine UFOs ja, hatte ich angekündigt, ich mache Fotos, aber das kann man natürlich vergessen mit Fotos. Ich werde dann vielleicht noch ein paar Fotos machen, damit man ein paar Sachen einzeln betrachten kann. Also ich kann nicht nur sagen, vielleicht zeige ich das einmal aus dieser Perspektive. So. Und jetzt ein bisschen näher. Ich schau mal, dass ich alle von der richtigen Seite erwische, so ungefähr. Das wird einmal ein Sommerhänger. Das wird eine Laptoptasche, eine gefilzte. Das soll eine Jogginghose werden. Das wird wahrscheinlich aufgeribbelt. An das erinnert ihr euch vielleicht noch. Das ist halt immer so, nachdem ich das im Video herzeige, gibt es dann für mich, warten dann schon wieder die nächsten Sachen und ich habe keine Geduld mehr, was fertig zu machen. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch an dieses Stückchen mit einem Granny Daisy, ein Bolero. Leider auch nicht fertig, den könnten wir aber schon fertig machen. Das Tuch des Meeres unter liebe Wellen. Dann gab es mal die Handschuhserie. Auch, upsie, hier ein für einfingerige Menschen. Das ist relativ aktuell. Das wird ein Babytop. Das wird ein neuer Piccadilly in wunderschönen Farben. Erinnert ihr euch an meine Kreisjacke? Irgendwo ist sie jetzt hängen geblieben. Ganz zu schweigen von diesem wunderschönen Flammende Herzen Ärmelschalen in einem traumhaften Material. Mal sehen, ob es je ans Licht der Öffentlichkeit schafft. Da habe ich mal die Kordelherzchen als Dreiecktuch mit der Noro Silk ausprobiert. Geht aber gar nicht, finde ich. Das soll einmal ein Pullover werden. Und deswegen habe ich mich eigentlich auf die Suche gemacht. Denn auch das Blättertuch habe ich natürlich angefangen, als ich das Video gemacht habe. Das mit den Blättern am Rand. Das sollte mal eine Weste werden, ausnahmsweise mal aus einem Heft, aus einem Online-Heft. Ihr erinnert euch, ich habe lang experimentiert mit Stitch, 10-Stitch-Dingen. Da hat die Sockenwolle dran glauben müssen. Mein leider aufgelassenes Lieblingsgarn, die Belfilo. Da habe ich übrigens auch so eine Sammlung von meinen endlosen Vorräten des Rüschengarns. Möchte ich einmal eine Decke machen. Und hier könnte mal eine Kinderweste aus Restgarnen werden. Mit einem Mohairgarn, einem Pulli begonnen. Gefällt mir irgendwie gar nicht. Möbius. Zweifarbig und ein bisschen Double Face in Mohair, auch nicht so glücklich. Das wird mein Poset und der wird irgendwann fertig, auf den freue ich mich schon. Das ist eine Merino Seta, ein wunderschönes Garn, der wird ganz herrlich fließen. Da wieder ein bisschen Zauberball mit Mohair für ein 10-Stitch-Ding. Decke aus Jackwolle mit Dominoecken, Schlitz mit Noppentuch. Das sollte ich jetzt vielleicht einmal fertig machen. Da wollte mal eine Mütze nicht so, wie ich wollte. Ich glaube, das Muster habe ich euch auf Video gezeigt. Das sollte eine Mütze werden. Das runde 10-Stitch-Ding. Vielleicht erinnern sich manche noch an die Anfänge von Nadelspiel, wo dieser Pullover nie und nie fertig werden wollte. Das Sing Sing. Granny Square Dreieckstuch. Sollte mal ein Babytop, glaube ich, werden. Der Baktus mit Zopfmuster Reversi. Ein paar Tychusmützen als Geschenke. Ein Mützchen mit Blätterdach. Meine
Domino-Ecke, die sicher mal fertig werden wird. Mein Raglan von oben, der nie fertig werden wird, außer es opfert sich jemand. Das wird eine tolle Seidenjacke, die wird nie fertig werden. Ob da mal was draus wird, weiß ich noch nicht. Gestern habe ich euch dieses lustige Tuch gezeigt. Es hat es auch nie über das Video hinaus geschafft. Und das wird ein Granny-Kleidchen für Kinder. Das hat sich die Missy gewünscht. Und da noch ein Reverse-Blätterschal. Das war nochmal, das haben es wie gesagt nicht alle in die Quali geschafft, in die Qualifikation als echte UFOs. Aber ja, irgendwie macht es schon happy, wenn man die alle mal wieder sieht. Wiedersehen macht Freude sozusagen. Vielleicht wird da mal was. Das eine oder das andere Stück wird sicher fertig. Also ich sage mal, die Kreisjacke wird sicher fertig, der Ärmelschal wird sicher fertig, das Poseidon-Tuch, auf das freue ich mich schon, auch die grün-blaue Domino-Jacke, das Granny-Square-Kleidchen für Kinder, vielleicht dieser Bolero, der gefällt mir nämlich sehr gut. Und ganz sicher wird fertig dieses Kleid, auf das freue ich mich nämlich auch schon, das werde ich mir vielleicht nach dem Schäfchen vornehmen. So, na, ich habe natürlich prompt noch das eine oder andere Stück vergessen, zum Beispiel diese wunderbare Kordelherzchen-Stola aus Seide, die schon ganz, die ganz rasant wächst eigentlich. Oder da gibt es schon noch so ein paar Sachen. Mein Piccadilly-Socken, der natürlich noch nicht fertig geworden ist. Was findet sich denn? Oh, ja, ja. Ja, dann ist natürlich der mehr sommerliche Piccadilly aus der, ich glaube, das ist die, jawohl, Degradé. Also die gehören da eigentlich auch noch dazu. Finde, ja, weiter schaue ich besser jetzt nicht.